Hallo Leute, jo, wir sind hier wieder schön in Dänemark und wir haben dieses Jahr wieder uns entschieden, wieder auf Meerforelle zu angeln, weil die Leidenschaft auf Meerforelle zu angeln, die ist einfach bei mir im Blut. Und ja, ich habe dieses Jahr ein bisschen überlegt gehabt, vielleicht nochmal nach Holland zu fahren und dann mit dem Boot aus auf Zander und Barsche zu angeln, jetzt im März. Aber ich finde meine Entscheidung genau richtig. Also wir haben jetzt die letzten Wochenenden viel die deutsche Küste beangelt auf Meerforelle, sind jetzt das erste verlängerte Wochenende mal hier nach Dänemark gefahren und ich hatte mir überlegt gehabt, was kann ich euch denn noch mitgeben, weil, ja gut, auf Meerforelle angeln mit Blinkern, mit Spirulino, mit der Fliege, alles das gab's schon, aber dabei kommt es ja auch immer auf die Kleinigkeiten an. Also das Blinke auswerfen kann, glaube ich, so ziemlich jeder von euch. Aber die Kleinigkeiten, die machen das aus. Und gerade wenn es im Frühjahr auf Meerforelle geht, wenn das Wasser kalt ist, dann ist es noch wichtiger, dass man wirklich auf die Details achtet. Man sagt ja immer ganz schön, so, gibt es ein Beißfenster oder ist es vielleicht die Präsentation, die dabei eine Rolle spielt. Und genau das werden wir in diesem Beitrag euch versuchen mitzugeben, auf welche Feinheiten oder auf welche Feinheiten wir achten und ob wir ein Beißfenster suchen oder nicht. Ja, das seht ihr jetzt hier, ne? Ja, Freunde, wir sind jetzt an unserem Haus- und Hoffjord angekommen, wo wir jetzt schon ein paar Dinge getroffen haben. Die haben auch schon, der eine hat 6 Stück gefangen, die anderen wissen wir nicht, wie viele die gefangen haben, aber Fische sind da. Da werden wir jetzt ein ganz tolles Barometer dafür haben, ob tatsächlich ist ja, die Führung oder die Präsentation macht oder eben halt vielleicht auch das Beißfenster, ne? Also das ist ja immer so die Suche, wenn man an die Küste so Meerforellenfischen geht, da ist ja immer die Frage, hat man jetzt das richtige Beißfenster erwischt oder sind die Fische eher passiv und es kommt auf die Präsentation an. Und das finden wir gleich mit Sicherheit raus. Weil wenn wir nichts fangen, dann liegt es am Beißfenster. Naja, wir sehen es gleich. Oh, es ist schön. Herrlich. Ei. Natürlich startete unsere Saison 2022 auch im Winter an der deutschen Küste. Im Januar fuhren wir mal Richtung Osten, genauer nach Boltenhagen. Auch hier kam es auf die Feinheiten an, denn wenn der auflandige Wind das Wasser auf die Küste drückt, dann ist dort das Wasser kaffeebraun, bedingt durch den lehmhaltigen Boden. Zudem hat man hier immer noch einen langen und zumeist sehr risikoreichen Anmarsch ans Wasser. So mussten wir an der ersten Stelle erst einmal die steile Küste runterkrabbeln und waren froh angekommen zu sein. Ja, sehr schade. Also das Wetter ist bombastisch heute. Jetzt sind wir hier den langen Weg hergegangen und den Mount Motoriyama abgestiegen. Den müssen wir auch gleich wieder hoch. Und vor Ort leider trübes Wasser. Allerdings da vorne nicht, aber man kann hier nicht richtig warten, weil es ist steinig ohne Ende. Und jeder Schritt ist hier, muss ja echt wohlbedacht sein, weil man sieht nicht, wo man hin wartet. Dafür ist das Wasser zu trübe. Und hier sind große Findlinge im Wasser. Dazu kommt noch erschwerend, dass hier echt viel Kraut rumschwimmt. Also jeder Wurf bringt Kraut mit an die Haken. Also alles suboptimal. Die Chancen auf den Fisch stehen sehr, sehr schlecht. Hier gab es auch schon die erste Feinheit für uns zu lernen. Denn für uns gilt es, das trübe Wasser zu meiden. Das war bei uns noch nie in Fang gerannt. Und somit wechselten wir am Folgetag auch auf die windabgewandte Seite, weil, ihr könnt es euch denken, wir haben hier nichts gefangen. Am zweiten Tag kam dann die nächste Feinheit auf uns zu, die leider nichts mit der Fischerei zu tun hat. Denn wer hier in Boltenhagen angeln gehen möchte, der kann seinen Wagen nicht ohne Parkgebühren abstellen. Und somit muss man Minimum 1 Euro die Stunde bezahlen. Und genau das war auch die Situation, warum wir hier nicht wieder hergefahren sind und werden es auch wahrscheinlich zukünftig nicht, obwohl der Strandabschnitt wirklich eine Augenweide ist. Die nächsten Ausgänge gingen darum auch wieder nach Schleswig-Holstein und auch die ersten Erfolge kamen. So konnte Katrin erst einen Grönländer überreden. Alright, mein Liebling, zu klein. Erster Wurf und dann gleich so eine schöne. Du. Und zurück mit dir in dein Element. Das ist ja klasse.
Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen, du. Erster Wurf, erster Fisch. Und konnte dann noch diese gigantische Regenbogenforelle fangen, die wir euch schon beim letzten Räucherbeitrag vorstellen konnten. Und ihr könnt es euch denken, auch hier kam es wieder auf die Feinheit an. Denn sobald einer fängt, werden alle anderen nervös, in dem Fall ich. Und automatisch fängt man an, das Gebiet möglichst schnell und breitflächig abzuwerfen, anstatt einfach weiterhin ganz gemächlich und langsam zu präsentieren, was ich mal lieber hätte machen sollen. Wie auch immer, zum Glück wechselte ich am kommenden Wochenende dann auf die Fliegenroute und hier zeigte es sich, dass genau diese passive und langsame Präsentation den feinen Unterschied machen kann, denn ich konnte mich endlich entschneidern. Ein Absteiger, noch zu dünn, die darf wieder schwimmen. Meine Liebe, ich sag dann mal, weg ist sie. Ach geil, Leute, gerade war wieder eine dran, ich habe sie verloren. Schöner Biss, vorher hat noch eine probiert. Also hier stehen gerade Fische vor mir. Deswegen ist auch die Kamera wieder an. Gucken, ob wir noch ein paar mehr da stehen. Also, aber das ist schon mal ganz vielversprechend. Mensch, hat die eben reingeknallt. War ein kleiner Fisch. Ach, guck mal. Ah, darum ist der Fisch weg. Fliege ist ab. Oh nein. Ich habe schon fast befürchtet. Eieiei. Mensch, hat sie mir die Fliege abgerissen. So was Doofes. Knoten gebrochen. Die vergangenen Tage haben wir ja wettig probiert und gekämpft. Gestern ja sogar geblinkert und mit dem Spirulino und mit der Fliege. Einzigster Kontakt war ja vorgestern Freitag mit der Fliege. Tja, und heute zahlt sich das aus, was wir an Erfahrung mitgenommen haben für den letzten beiden Tagen. Deswegen mag ich hier auch nicht weggehen. Verständlich. Ah, schön. Jetzt hat der Wind sich auch so ein bisschen gelegt. Also ich kann auch wieder ganz normal mit weiten Würfen raus. Schön. Mal gucken, wenn jetzt noch sogar eine noch dabei wäre, die uns noch mal ein leckeres Essen auf dem Teller zaubert, na dann ist es aber durch und durch runder Tag gewesen. Ist er jetzt auch schon. Ja, da war der Biss. Da war der Biss. Da war wieder eine. Ganz vorsichtiger Biss. Einmal gezogen. Hing aber nicht. Mensch. Ah, siehst du, sie sind immer noch da. Da war der Biss. Mann, oh Mann. Streamer ist noch dran. Keine hinterher. Was machen wir da hin? Bisschen weiter weg von dem Beißort. Naja, ist nicht genau drauf. Nützt nix. Ah, oh, schade. Fast ein Live-Biss sogar. Leute, ist das der Hammer hier. Und damit machte ich den Fehler, den man eigentlich immer machen kann, wenn man mehrere Bisse schon nicht verwerten konnte. Ich habe einen Köderwechsel unternommen. Dabei bissen die Forellen noch auf meine Fliege. Das Einzige, was ich hätte machen müssen, das wäre einfach nur meine Strip-Geschwindigkeit, um Minimum die Hälfte zu reduzieren, dann wäre es mir bestimmt gelungen, noch eine Forelle ans Band zu bekommen. Aber all diese Erfahrungen, die nahmen wir natürlich mit zu unserem ersten Angelausgang nach Dänemark, womit wir auch schon hier einleitend in diesen Film begonnen haben. Und genau hier konnten wir das alles umsetzen und auch dementsprechend probieren, ob die Forellen jetzt wirklich nur diese ganz passiven Köder nehmen oder ob wir ein Beißfenster vielleicht haben und die Forellen dann wahllos die Köder nehmen. Ah, Wind ist perfekt, das galt es herauszufinden und genau das probierten wir jetzt.
Eine schöne Forelle. Grönländer, aber richtig schöner, silberner. Ja, da haben wir sie schon befreit. So. Ab nach Hause mit ihr. Ein schöner silberner Grönländer durfte wieder zurück in die Freiheit. Und es hat sich wieder gezeigt, dass genau die langsame Führung, die ihr jetzt gerade seht, einen langen Zug stehen lassen, einen langen Zug stehen lassen, dass das Mittel war, um den Fisch zum Anbiss zu bringen. Da ich noch ein bisschen weiter schmeiße als Katrin, hatte ich natürlich den Vorzug gehabt. Denn wenn man die Schnur auf den Fischen ablegt, dann ist an dem Platz auch keine Forelle mehr vorhanden. Das war auch der Grund, warum ich dann umgestellt hatte und wir dann mit kleinen Spoons probiert hatten, die Forellen ans Band zu bekommen. Und wenn ich sage kleine Spoons, dann meine ich die kleinen Motrout Spoons. Das sind nur 6 Gramm leichte Inliner, die noch einen ganz gewaltigen Vorzug haben. Man kann sie natürlich ganz langsam führen. Aber zudem kann man ihn auch einfach absenken lassen und während der Absenkphase dreht sich dieser Spoon. Das hatte bei uns vorher noch nie einen Vorzug gemacht, aber bei diesen Ausgängen hier an der Küste von Dänemark sollte sich zeigen, dass das genau der Schlüssel gewesen ist, worauf die Forellen bei uns reagiert hatten. Beim Absinken hat sich der Blinker gedreht. Ah, ab ist sie. Schade. Wie ich gesagt hatte. Stehen lassen, Blinker dreht sich und rauf ist sie. Ist aber abgegangen. Schade. Angekurbelt, stehen lassen und beim Runtersinken. Und wieder. Oh. Klasse. Hey. So wollen wir das sehen. Wenn es spritzt und funkelt. Wow, schöner Fisch. Auch bei Tobi hat es wieder gezündelt. Und da ist er. Sehr schön. Schonend gelöst. Makelloser Fisch. Ganz toll. So, meine Beste. Schönen Dank. Da schwimmt sie. Langsame Köderführung. Präsentation, das ist es momentan. Nicht welchen Köder man nimmt, sondern klein, gut präsentiert. Dann kommen sie, die Fische. Yes. So, jetzt sind wir auf dem Wohnmobilplatz angekommen. Leider brauche ich eine neue Warthose. War mir schon fast klar. Aber naja, irgendwann geht die beste Warthose auch mal kaputt. Natürlich ist das nur doof. Hatte überlegt, ob die das mitnehmen, weil die auch nicht gefüttert ist, also keine Neopren, sondern atmungsaktiv ist.
Na, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Soll ja die Tage sonnig bleiben, bis ich sie haben. Abends halt immer wieder zum Trocknen hinlegen. Aber was für ein runder, toller Tag war das heute. Und jetzt wird gleich schön gegessen und morgen greifen wir nämlich eben an selben Platz nochmal wieder an, bevor wir es dann noch woanders, an anderer Stelle probieren. Wieder geht's ans Wasser. Sturm hat sich weniger gelegt als gedacht. Kann ja jetzt im Laufe des Tages auch so auch weniger werden. Wir sind relativ früh heute da. Weiß nicht, wie spät haben wir es jetzt, mein Liebling? Ja, so gegen 9. Ja, gegen 9. Wir wissen ja vom ersten Tag, das Beißfenster war ja zwischen 2 und 3, sag ich mal. Und die vorher geangelt hatten, hatten ja auch morgens gefangen. Von daher werden wir jetzt sehen, ob wir tatsächlich auch hier ein Beißfenster haben. Ach, herrlich. Ach, da kann ich sogar mit der Fliegenrute starten. Ich starte mit der Fliege. Oh, ist das schön. Herrlichst. Forellen fassen nicht zu, sind aber auf der Suche. Also haben wir nicht den richtigen Köder drauf. Deswegen jetzt wieder mein schwarz-weißer kleiner Mini-Blinker. Gucken, ob sie den akzeptieren. Denn hier gibt es viele Grundeln, auch ein paar Stichlinge, Garnelen. Aber hauptsächlich gibt es hier Grundeln und kleine Stichlinge. Was jetzt auch schon sein kann, ist, dass die Seeringler schon vielleicht geschlüpft sind. Der Platz, wo die schlüpfen, der ist aber gerade belegt. Da ist schon ein Angler. Also, weiter geht's hier auf der Suche nach den Big Fish. Hey, schöner Fisch. Ich glaube, da brauche ich mal ein Netz. Oh ja, schöner Fisch. Ganz tolle Meerforelle. Ja. Please, can you be the net girl for me? Da kommt sie. Guck mal hier, schöne Meerforelle. Richtig tolle. Yes! Oh. Ja! Das ist doch mal eine. Nach Mars. Ja. Ja, genau diese Fische, die haben wir gesucht. Der hat schon einen Schweinswal rübergegriffen. Die werden wir uns morgen Abend schmecken lassen. Toller, etwas über 50. So darf es aussehen. Genauso herrlich wie am Abend auf unseren Tellern. Aber ich möchte nicht ausschweifen, denn sobald ihr einen Fisch entnehmt, habt ihr auch gleich die nächste Möglichkeit, Erfahrungen mitzunehmen. Denn jetzt kann man sehr gut den Mageninhalt untersuchen. Bei uns hatte die Forelle den Magen voller Wattwürmer und genau das war wohl auch der Grund, warum die Fische den gejigten Köder eher nahmen als einen, den man ganz normal durchgekurbelt hatte, denn die Fische waren total auf den Grund konzentriert. Übrigens blieb es bei den einen Fisch und nichtsdestotrotz hatten wir den Strand gewechselt, denn auch nochmal, aber ihr seht's, es stürmt in einer Tour und das ist auch das Wichtige beim Fischen hier so auf Meerforelle in Dänemark, Hygge ist angesagt. Also auch mal denn den Tag, wo es nicht beißt. Und wir wissen ja, der Fisch stand ja gestern geballt in dem Fjord. Und wenn es nicht beißt, dann auch einfach mal 5 gerade sein lassen und auch mal das Frühjahr genießen und einfach mal das mitzunehmen, was einem denn so passiert. Auch ein Part von Meerforellenfischen, den man auf jeden Fall nicht missen sollte. Vor allem geht es ja morgen weiter. Und das wieder an der deutschen Küste mit reichlich Erfahrung im Gepäck. Wir wussten jetzt, dass die Forellen eine sehr langsame und vorsichtige Präsentation bevorzugten, dass sich die Fische in dem kalten Wasser auch gerne am Grund orientierten und dass kleine Streamer oder aber auch kleine Spoons teilweise gejiggt am Grund den feinen Unterschied zwischen Fang oder Schneider machen.
dass natürliche und unauffällige Farben zum Biss führen. Jedoch, ob es ein Beißfenster gibt, das hatte sich bei uns nicht bestätigt. Denn auch am zweiten Tag, der Wind stark auffrischte, so hatten wir doch den einzigsten Fang am Vormittag gemacht und am Mittag ging gar nichts mehr. Mit all diesen Erkenntnissen im Gepäck konnten wir jetzt schön den neuen Bereich gezielt ausfischen. Und das sollte sich noch richtig auszahlen. Oh ja. Willst du es nicht lieber machen? Nee. Leg das Handy weg. Hier, mach du das. Der Kescher ist zu klein. Komm, ich mach doch. Ich sehe ja, was du für Probleme hast. Oder? Yes! Oh, ist das ein Balken? Oi, 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 oi. Toll. Das ist dein Kong. Komm her. Schön, mein Engel. Das ist sie. Ja, Wahnsinn. Das können die 70er sogar sein. Ja. Naja, Mitte 60 Minimum. Ja, das war der Beitrag. Klasse. Bisher was Spezielleres, also beim Fliegenfischen wirklich ganz passiv den Köder angeboten. Also ihr habt es ja gesehen, ich habe immer nur einmal einen Zug gemacht, wieder stehen gelassen und dann bisher Schnur wieder aufgenommen, wieder einen Zug gemacht, lange stehen lassen und die Bisse, die kamen meistens in der Stillstandphase. Und was natürlich auch eine tolle Geschichte war, das war das Fischen mit den kleinen Motrout Spoons. Gerade weil die sich drehen, ne, beim Absinken. Und genau diese Situation, dass der Fisch genau auf diese Art des Reizes reagierte, hatte ich mir schon lange überlegt gehabt, dass ich das mal ein bisschen mehr fokussiere. Dieses Jahr hat es voll hingehauen, ne? Weil immer wenn wir schnell gedrillt haben, der Köder hochgestartet ist, und dann die Absehenphase kam,
in der Absinkphase, also fast wie beim, ja, beim Heavy Faulenzen, sagen wir mal, haben dann die Meerforellen gebissen und ich habe die ersten gar nicht gefangen, weil ich habe auch nie angehauen, weil normalerweise bei Meerforellenfischen haut man ja nicht an, weil der Fisch eigentlich immer in den führenden Köder reingreift, da natürlich nicht, also wenn der jetzt absinkt und sie greift drauf, dann muss man auch schon mal einen kleinen Anhieb zumindest setzen. Ah, hat auf jeden Fall mega Laune gebracht. Es kommt auf die Präsentation an, gerade wenn das Wasser kalt ist. Das ist das Fazit. Und ein Beißfenster, ich sag mal so, Beißfenster hat man mal, aber die Grundregel ist, kaltes Wasser, gerne mal späten Vormittag in den Nachmittag rein. Und dann, je wärmer das Wetter wird und je wärmer das Wasser wird, dann immer mehr in die frühen Morgenstunden und in die späten Abendstunden rein. Das ist eine gute Faustregel, wenn ihr euch mal ans Wasser macht und auf Meerforelle durchstartet. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Natürlich spielen auch noch Dinge wie Montage, Material, Platzwahl und Wetterverhältnisse eine Rolle, um Erfolg zu haben. Aber auf diese Dinge gehe ich dann eventuell beim nächsten Beitrag ein oder eben bei meinen Guiding-Touren. Ja, genau. Ich werde 2023 wieder Touren ins Programm aufnehmen, jedoch nicht im gleichen Umfang wie bei meinen Zander-Touren. Wer von euch also ernsthaft ins Auge fasst, ebenfalls der Leidenschaft Meerforelle folgen zu wollen, der kann mir gerne eine Anfrage über meine Homepage stellen. Ich werde dann 2 Touren im Frühjahr unternehmen, eine zum Spinnen und eine zum Fliegenfischen. Wie diese Touren genau aussehen werden, werde ich auf meiner Homepage veröffentlichen. Und solltest du bis jetzt noch nicht genug von der Küste haben, dann sind hier nochmal 2,5 Minuten zum Genießen. Die nächste. Sie sind da, mein Liebling. Das ist ja spitzenmäßig. Mensch, wird der richtig Dampf. Oh.